sitzen in Arbeit, meine Damen und Herren, die haben ihr Leben noch nie erschaut und schrauben. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten? Spinner der Studenten, aus dem Lenkrad der Akademiker, wild gewordene Pädagogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir heute allein schauen, Strauß, das war ein super Politiker, echt. Das war zwar ein Verbrecher, aber naja. Aber ich habe ihn gemocht. Ich werde Ihnen den Gefallen nicht tun, uns nicht tun, auch mir nicht tun. Hier im Einzelnen. Aufgepasst, jetzt kommt was. Als dafür, dass nein, ich kann das nicht durchgehen, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Unseren Volk durch aber, Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet. Nein. Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum nein. sage. Die Leute konnten ja lesen, Sie sagen, der was Sie gesagt haben. Lass das nicht durchgehen. Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich war doch mitten im Land in den letzten Nacht. Was Sie in diesen 10 Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit der Bundeskanzlerin. Lass das nicht durchgehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Entschuldigung, das gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns. Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit sagen. Sie sagen die Unwahrheit. Wenn Sie eben bestreiten, dass Sie im Vorfeld des Besuchs des amerikanischen Präsidenten und während dieses Besuches in unglaublicher Weise Sie haben gegen diesen Herr Regen, hätte ich das gesagt zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Sie haben versucht, schon allein, Sie haben versucht schon allein Sie das, gegen uns auszuspielen. Schon allein das, was Sie jetzt eben hier im Wortspiel getan haben, zeigt doch, wes Geistes Kind Sie in der Frage sind. Und ein letztes, lassen Sie doch einer Geißler beiseite. Einer Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie Ihre Leute auch. Und wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich ein Hetzer ist er, sein Goebbels, der schlimmste Hetzer in diesem Land. Ein Hetzer, ein Hetzer, die Drecksau. Sie sollten sich schämen, hier eine solche Aufführung zu machen. Das zeigt doch, dass Sie die Nerven verlieren, weil man offensichtlich an Ihre Nerven herangekommen ist. Die Virtuosität seiner Formulierungskunst konnte volksnah und deutlich sein. Hey, bitte, halt doch den Mund, Sie Trottel. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Politiker. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann. Ich brauche jetzt ein Lieblingswort des Regierungschefs, Crisis Management. Dieses Wort wird mit einer beinahe rhetorischen Wohllust ausgesprochen. Crisis Management. Ja, ich bin von mir, Herr Kollege Wehner, stammt genauso wenig wie von Ihnen das Wort Crisis Management. Wenn auch die Gründe dafür zwischen uns verschieden sind. Aber Sie haben sicherlich schon, ich hoffe bewundernd, Ihren Regierungschef angehört, wenn er mit einem kleinen, etwas verächtlichen Seitenblick auf die Amerikaner Schulter an Schulter mit seinem französischen Freund, dem Staatspräsidenten, das Jahrhundert in die Schranken fordert und eben davon spricht, dass man Crisis Management an den Tag legen müsse. Jetzt ist Ihre Stunde als Zaubermeister des Crisis Management gekommen, Herr Bundeskanzler. Und der Zustand der Regierungsparteien, vor allem der SPD und
Die Problematik der Koalition bieten dazu die günstigst denkbaren Voraussetzungen. Identifizierung von Bayern und CSU. Ich bin kein Anhänger einer Staatspartei, um gar nicht falsch verstanden zu werden. Eine Staatspartei riecht nach Einparteiensystem. Und ein Einparteiensystem ist genauso unerträglich wie eine parteipolitische Vielzersplitterung. Wir brauchen eine Opposition, die wohl die Behälter richtig. Eine echte Opposition. Nicht diese Wackersdorfer Marschierer. Die Identifizierung, wer heute an Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, sei es in Natur, sei es in seiner Fantasie sieht, der denkt doch nicht an die SPD. Das erscheint ja fast wieder natürlich. Impulsivreaktion an die größte Soziale Union. Waren das nur Peanuts, ein paar Groschen. Er hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu Zahlen. Glauben Sie nicht? Doch. Hier ist ein Rechenbeispiel. Jetzt sind wir 12 bisher, jetzt kommen 3 hinzu. Das sind dann 17. Der Einzige, der es versteht, mit Zahlen umzugehen. Ein Rechenkünstler par excellence war mit Sicherheit auch Franz Josef Strauß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schuldenberg ist mittlerweile der höchste Berg Deutschlands geworden. Allein der Schuldenzuwachs des einen Jahres 1979 von 35 Milliarden Mark. Und das habe ich mir gestern ausgerechnet, wenn man den, ich rede jetzt nicht von 100 Markscheinen, in 1000 Markscheinen. Ich habe früher mal hier davon gesprochen, wenn man das in 5 Markstücken befördern würde, da würde sogar die Bundesbahn noch gesunden, wenn sie diesen Transportauftrag bekäme. Aber wenn man nur 1000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein aufeinandergelegt bis 35,5 Milliarden einen Berg von 3550 Meter ergeben. Oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Das ist die Höhe, in der also heute nur mehr Weltraumschiffe sich bewegen, bewegen kann. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms. Das reine Papiergewicht dieser Geldmenge beläuft sich auf 2.800.000 Kilogramm oder 2.800 Tonnen. Stellen Sie sich einmal vor, in 100 Markscheinen wären das 28.000 Tonnen. Und das nur beim Bund, ohne Länder, ohne Gemeinden, ohne Bahn, ohne Post. Allein in 1.000 Markscheinen befördert, würde man dazu 186 Waggons je 15 Tonnen brauchen. Das sind mehr als 3 Güterzüge mit der Höchstzahl von 120 Achsen. Bei 100 Markscheinen 120 Güterzüge. Ich brich zusammen. Das sind unsere liebe Politiker. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann es nicht helfen. Oh, Spendenaffäre, Kohl. Kohl, da muss ich gleich. An unsere lieben Staatsanwälten. Die ja ausnahmsweise unsere lieben Kohl, Ex-Bundeskanzler. Nun also zu unserem heutigen Themenschwerpunkt. Verschont haben, das finde ich nicht gerecht. Unser erster Stichtag ist der 4. November 99. Der Skandal kam auf leisen Sohlen. Helmut Kohl sonnte sich 10 Jahre nach dem Fall der Mauer im allgemeinen Ruhm. Kein Außenstehender ahnte, dass mit einem Haftbefehl gegen Walter Leisler Kiep eine politische Lawine losgetreten wurde. Die Tagesschau berichtete. Heute Abend in Kronberg-Taunus. Hier wohnt der Mann, der im Fahndungscomputer der Polizei ausgeschrieben ist. Aber er ist nicht zu Hause, auch nicht für die Polizei, die ihn im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg festnehmen soll.
Und dieser Mann ist Walter Leisler-Kiep seit Jahren auf der Spur wegen Steuerhinterziehung. Leitender Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz bestätigte uns kürzlich ausdrücklich, dass er gegen den CDU-Politiker seit langem ermittelt. Das ist richtig. Die Geschichte ist kompliziert und sie geht eigentlich um diesen Panzer. Anfang der 90er Jahre wurden 36 Fuchs-Spürpanzer der Bundeswehr an Saudi-Arabien geliefert. Kostenpunkt 446 Millionen Mark, ein um das Zehnfache überhöhter Preis. Eingefädelt wurde das Geschäft von ihm, Karl-Heinz Schreiber, derzeit in Kanada. Auch gegen ihn gibt es einen Haftbefehl aus Augsburg.